Auf der Euroblech 2016 präsentiert EWM ihr ganzheitliches System für effizientes Schweißen und zeigt einige Neuerungen ihrer Bestseller. Ganz getreu dem Motto, alles aus einer Hand. Herr Weiser und ich, wir stehen jetzt hier vor der Pico 160 Zell Puls und da interessiert mich natürlich, was hat denn die Pico für Vorteile? Ja, die Pico, die ist eine Neuentwicklung von EWM, ist ein sehr kleines Gehäuse, ist eine der leichtesten Maschinen auf dem Markt mit 4,7 Kilogramm und damit baustellentauglich und auch sehr robust geworden. Und wer benutzt die? Ja, also Handwerker, die ich sag mal auf der Baustelle, Geländerbauer, ein leichtes Gerät brauchen und mobil einsetzbar schweißen wollen. Gehen wir ein wenig ins Detail. Welche Funktionen hat die? Ja, also man kann E-Hand damit schweißen und auch WIG. Eine besondere Funktion ist die Pulsfunktion. Damit können Sie die Zwangslagen hervorragend schweißen, also sprich über Kopf- und Steignähte ohne Tannenbaumtechnik bewältigen. Und das Besondere ist auch die Einhandbedienung. Sie sehen, wir haben hier einen Knopf. Wir haben ein LCD-Display, wo Sie die Werte alle ablesen können. Das ist auch gegenüber dem Vorgänger eine Neuheit. Und mit dem One-Click-Wheel können Sie die Parameter verstellen. Ich drücke jetzt mal lang drauf. Und hier sehen Sie, dass wir die Parameter ganz einfach durchklicken können. Also eine ganz einfache Maschine, leicht zu bedienen. Handlich, leicht, ein tolles Baustellengerät. Das sind die Tetrix-Geräte von EWM und die sind jetzt mit einer neuen Steuerung ausgestattet, der Comfort 2.0. Was macht die denn? Ja, die Comfort 2.0 ist auch eine Weiterentwicklung der alten Comfort-Steuerung und da war der Hauptschwerpunkt, dass wir möglichst viele die Bedienelemente nach vorne bringen. Das heißt, was wir früher in Hintergrundmenüs unter Umständen eingestellt haben, haben wir jetzt vorne direkt ins Display bekommen. Das heißt, die Bedienung ist viel einfacher geworden. Ja, im Prinzip sehen Sie, dass die Maschinen relativ modular aufgebaut sind. Das heißt, Sie können den Kühler, wenn Sie den nicht brauchen, auch gar nicht verwenden. Das heißt, wenn Sie mit kleineren Strömen arbeiten, können Sie wunderbar auf der Baustelle WIG schweißen, weil das ist ja eine WIG-Schweißmaschine. Sie können natürlich genauso in der Werkstatt damit arbeiten. Ja, Sie sehen, der ist hier auf einem Wagen aufgebaut. Sie können ihn durch die Werkstatt schieben, also das heißt überall. Benedikt Menningen macht die Softwareberatung bei EWM und deshalb können Sie mir jetzt sicherlich erklären, was EWM XNet ist. EWM XNet ist eine Qualitätsmanagement-Software, die den gesamten Schweißprozess dokumentiert, analysiert und anhand der Schweißdaten und der Parameter, die aufgezeichnet werden, entsprechend genutzt und ausgewertet werden können. Und das System wurde ja jetzt auch erweitert. Richtig, wir haben ein weiteres Modul entwickelt, das ist der WPQ-Manager, mit dem man den gesamten Prozess vom Erstellen der PWPS über die WPQE bis zur fertigen WPS erstellen und verwalten kann. Zusätzlich dazu haben wir noch eine Schweißerqualifikation, wo die Qualifikationen der einzelnen Schweißer erstellt und entsprechend auch verwaltet werden können. Warum ist es wichtig, dass ein Unternehmen EWM XNet hat? Eine Qualitätsmanagement-Software ist dafür da, um Qualität zu beweisen und auch zu dokumentieren, weil das Ganze auch vorgeschrieben wird durch verschiedene Normen oder Richtlinien. Und anhand der Schweißdaten, die entsprechend dokumentiert werden, kann das Unternehmen diese Daten vorlegen und auch entsprechend beweisen, dass diese Parameter, die auch vorgegeben sind, eingehalten wurden. Sprechen wir über das Thema Automation. Was gibt es denn Neues? Jede Menge. Das hat sich viel geändert bei EWM. Wir haben ja jetzt große Schritte nach vorne gemacht
erstmal von der Größe der Showroom. Wir haben ja ein neues Lokal jetzt, neue Lokalität, wo wir wirklich alles präsentieren können. Vom WIG-Heißdraht, WIG-Kaltdraht, innovative Verfahren von der Firma EWM, selbstverständlich. Das ist das Herzstück immer wieder. Und wir haben uns ja auch vergrößert, verstärkt an Personal, an Fachleute. Also wir haben Maschinenbauingenieur jetzt eingestellt und auch IT-Ingenieur für unsere Programmierung. Und das hier ist ja auch ein kleines oder eher schon ein großes Highlight. Was ist das hier genau? Hier ist es eine Multifunktionsanlage, die dient dafür da, um fast alle Prozesse zu zeigen. Wir haben hier drauf eine Magbrenner, die Möglichkeit einen WIG-Brenner, TIG-Heißdraht, TIG-Kaltdraht und auch Forstsieg. Wir haben ein Längsfahrwerk auf einer Länge von 4 Meter. Wir können ja auch Längsnähte schweißen, wir können Rundnähte schweißen mit Überlappung. Also es ist ein vollautomatischer Zyklus, was wir da haben. We are welding. Das ist nicht nur der Slogan von EWM, hier wird auch fleißig geschweißt. Und damit verabschiede ich mich vom EWM-Stand und der Euroblech 2016.